Ja, das iPhone. Jedes Jahr heiß erwartet, enttäuscht empfangen und trotzdem millionenfach verkauft. Naja, dieses Jahr war das ein bisschen anders. Ich habe es bereits enttäuscht empfangen und war dann doch total aufgeregt bei der Vorstellung und habe es mir gekauft. Auf den ersten Blick gibt es zwar nicht viele Neuerungen, aber ich habe einen zweiten, genaueren Blick auf das Gerät geworfen. Und ob es dem Hype gerecht wird, will ich heute klären. Ursprünglich kam das iPhone 7 nicht so ultra gut weg in diesem Video. Ich meine, das gleiche Design, der hohe Preis, der fehlende Anschluss zur Konkurrenz, das waren alles Kritikpunkte für mich. Aber meine Meinung hat sich geändert und das Fazit wird, denke ich, einige von euch überraschen. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an Mobilcom Debitel für die Bereitstellung von dem Gerät, dass ich das für euch testen konnte. Ich habe das iPhone 7 zwei Wochen genutzt und das iPhone 7 Plus sogar ganze 4 Wochen. Und das, obwohl ich ja eigentlich eher der Android-Typ bin. Trotz des iPhone 6S, 6 und SE in der Vergangenheit. Aber das hat sich jetzt geändert. Kapitel 1 – Außen. Das iPhone wird nächstes Jahr 10 Jahre alt. Gehen Apple also inzwischen die Ideen fürs Design aus oder warum ist das iPhone 7 von vorne oder in aller Hülle nicht mehr vom Vorgänger zu unterscheiden? Es ist wahr, das iPhone 7 sieht dem iPhone 6 bzw. 6S zum Verwechseln ähnlich und fühlt sich mit geschlossenen Augen auch genauso an. Aber die kleinen Dinge sind es mal wieder, die Großes bewirken. Ich habe in den letzten Jahren Smartphones in allen 50 Shades of Grey gesehen und finde die neue mattschwarze Farbe sehr gelungen. Ja, es ist für mich sogar das schönste iPhone nach dem SE. Das Diamantschwarz hingegen sieht nur auf Bildern oder im sauberen Zustand sexy aus, verkratzt aber schnell und ist flott mit Fingerabdrücken übersät. Das muss man schon echt wollen. Bei beiden Farben kann man die Antennenstreifen kaum noch erkennen, was mir sehr gut gefällt. Klar, rutschig ist das Ding immer noch und die Kamera steht auch weiterhin aus dem Gerät hervor. Aber es liegt dementsprechend weiterhin gut in der Hand und sieht weniger wie ein Prototyp aus als noch das iPhone 6. Und wenn ich schon mal beim Thema rutschig bin, kein Smartphone ist mir in letzter Zeit so oft runtergefallen wie das iPhone 7 Plus. Die gute Nachricht ist, dass weder das Glas gesprungen oder das Gerät irgendwie Dellen abbekommen hat. Aber für riskantere Tage habe ich mir trotzdem nach etwas Recherche eine Hülle von RhinoShield angeschafft, weil die durch ihre sturzabsorbierende Technik im Inneren einfach den meiner Meinung nach besten Schutz bietet, ohne dick aufzutragen. Wer also nach etwas sicherem und hochwertigem für sein iPhone sucht, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Gibt's aber auch für andere Smartphones, ich habe euch das unten einfach mal verlinkt. Die Umgewöhnung vom iPhone 7 auf das Plus war erstmal unangenehm, doch nach einer Woche kam plötzlich der Moment, wo sich das Große natürlich und handlich anfühlte. Nichtsdestotrotz wünschte ich mir, dass die Displayränder kleiner wären, denn das Mate 9 ist sogar trotz eines 5,9 Zoll großen Displays gleich groß. Außerdem wäre es mal an der Zeit, auf AMOLED-Displays zu setzen, weil die einfach bessere Schwarzwerte und Kontraste haben. Anscheinend wurde das Display im iPhone 7 ja auch verbessert, aber wirklich auffällig ist das nicht. Es gefällt mir immer noch sehr gut und alles, aber hinter einem Galaxy S7 muss es sich halt verstecken. Besonders beim kleinen iPhone wurden meine Augen echt auf eine Probe gestellt. Es ist nicht unbenutzbar oder so, aber ich bin halt viermal schärfere Displays bei Smartphones gewohnt, die nur ein Drittel so viel kosten und deswegen kam für mich nur das Plus-Modell in Frage. Dieses ist absolut ausreichend scharf und genauso hell wie das kleine. Ob es jetzt 25% heller ist als im Vorjahr, wie Apple sagt, das kann ich selbst nicht bestätigen. Doch selbst in starker Sonne konnte ich noch alles erkennen und deswegen habe ich keinen Grund, mich zu beschweren. Auch überarbeitet wurde auf der Vorderseite der Home-Button. Der ist nun ein Touch-Button, wie man das auch schon von einigen Android-Smartphones kennt, mit dem Unterschied, dass man ihn nicht versehentlich klicken kann, weil er erst ab einer gewissen Druckstärke reagiert. Als Feedback vibriert dann das ganze Gerät so geschickt in Kombination mit einem leisen Lautsprechersound, dass man wirklich denkt, man hätte einen herkömmlichen Knopf gedrückt. Es hat 2 bis 3 Tage gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, jetzt mag ich es aber mehr als bei den alten Generationen. Der größte Vorteil hierbei ist aber, dass das iPhone nun bei einer Wassertiefe von bis zu 1,30 Meter aushalten kann. Es ist also nicht wasserfest, hält aber einiges aus und ich finde es sehr beruhigend. Die umstrittenste Neuerung beim iPhone 7 war aber das Weglassen vom Kopfhöreranschluss. Schon Monate vor der Vorstellung ging das als Skandal durch die Medien, ganz besonders weil alte Kopfhörer jetzt entweder nutzlos sind oder man beim Musikhören das Smartphone nicht mehr aufladen kann. Ich selbst besitze mehrere Bluetooth-Kopfhörer und habe auch schon ein Video zu den besten In-Ear-Modellen gemacht, was ihr natürlich unten verlinkt findet. Allerdings muss ich sagen, dass ich den Stecker trotzdem vermisst habe. Fakt ist einfach, es gibt extrem wenige Lightning-Kopfhörer bisher und die sind halt auch irgendwie teuer und nicht mal unbedingt besser als normale Kopfhörer. Die Zukunft liegt also definitiv in Bluetooth. Und Apple hat ja auch schon die EarPods im Sortiment, zu denen ich auch noch ein Video machen will. Also wenn ihr dazu eins sehen wollt, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Das Schlimmste für mich war aber eigentlich, dass es gar keinen triftigen Grund für Apple gab, den Anschluss wegzulassen. Weil da, wo früher der Kopfhöreranschluss war, im Gerät nun einfach 4 kleine Löcher sind, hinter denen einfach nur ein Mikrofon steckt. Nicht mal ein Lautsprecher oder so. Ja, okay, fairerweise muss man sagen, dass es jetzt einen zweiten Lautsprecher gibt, aber der ist eben an einer anderen Stelle, und zwar in der Hörermuschel. Und das macht auch echt einen Unterschied, denn das Smartphone klingt jetzt lauter und klarer. Finde ich klasse. Kapitel 2 – Innen.
Man hört es immer wieder, die inneren Werte zählen und ja, auch bei Smartphones ist das so. Im iPhone 7 schlägt als Herz der nagelneue A10 Fusion Quad-Core Prozessor. Der ist stärker und gleichzeitig energiesparender als früher und das merkt man daran, dass Ruckler oder Denkpausen eigentlich nicht existieren. Aufgehängt hat sich das iPhone in einem Monat höchstens 3-4 Mal, aber das könnte sich noch mit einem Update verbessern, der Prozessor ist schließlich noch neu. Dieser Prozessor soll auch Akku sparen und beim normalen 7 hatte ich trotzdem meine Probleme. Durch den Tag zu kommen war echt schwer mit einer Ladung, beim Plus-Modell hingegen war das richtig einfach und es sind auch gut und gerne 2 Tage möglich. Wer aber aktuell mit einem iPhone 6 im Gegensatz zu mir durch den ganzen Tag kommt, der wird bei dem kleinen iPhone natürlich auch keine Verschlechterung erleben, nein sogar eine Verbesserung. Bei diesen Ladezeiten wünscht man sich aber auch eine gute Akkulaufzeit, denn es lädt beinahe doppelt so lang auf wie ein OnePlus 3. Es sei denn, man verwendet ein iPad-Ladegerät oder so ein Ding, wie ich es von Anker habe. Bevor wir jetzt aber zu meinem Lieblingsfeature kommen, will ich erst noch über die Software reden. iOS 10 ist so schlicht wie eh und je und ja, gleichzeitig immer noch recht eingeschränkt für einen Menschen wie mich, der Android gewohnt ist. Es nervt mich zum Beispiel sehr, dass es keinen einheitlichen Ort gibt, an dem man zurückkommt. Manchmal ist es ein Wischen von der Seite, was echt cool ist, dann aber doch ein Drücken in der linken oberen Ecke oder sogar rechts. Das könnte man echt intelligenter lösen und natürlich kann man auch weiterhin keine Dateien über Bluetooth versenden oder Lautsprecher mit NFC verbinden, obwohl ein passender Chip verbaut wäre. Typisch Apple halt. Ebenfalls gewünscht hätte ich mir Multi-Window, wie beim iPad oder den Samsung bzw. Pixel-Geräten. Gut gefallen hingegen haben mir die Widgets und die Tatsache, dass man nun endlich System-Apps deinstallieren kann. Ebenfalls neu ist, dass das iPhone-Display sich einschaltet, wenn man es in die Hand nimmt und das ist in Kombination mit dem schnellen Fingerabdrucksensor sehr angenehm im Alltag. Weiterhin mochte ich die Tastatur mit ihren intelligenten Vorschlägen nebst der schnellen und präzisen Diktierfunktion sehr. Siri auf der anderen Seite hinkt stark hinter Google Now, weswegen ich sie deaktiviert habe. Eingeschaltet gelassen habe ich 3D-Touch, was natürlich weiterhin mit an Bord ist. Ein Feature, über das in diesem Jahr recht wenige reden, das für mich aber sehr wichtig war. So kann man beispielsweise kräftiger auf Links drücken, um eine kurze Vorschau zu bekommen oder in den Quick-Settings mehr Optionen anwählen. Meine Lieblingsfunktion ist aber, dass man auf die Tastatur drücken kann, um ein Trackpad zu bekommen. Das ist mega praktisch und es fehlt mir in der Sekunde, in der ich ein Smartphone ohne 3D-Touch benutze. Es fühlt sich auch richtig gut an, 3D zu touchen und das hängt mit etwas ziemlich coolem zusammen. Der Taptic Engine, dem Vibrationsmotor im iPhone 7. Naja, es ist nicht wirklich ein Motor und letztes Jahr gab es den auch schon, aber er wurde nochmal eine Ecke verbessert. Allgemein spürt man es gut, wenn Nachrichten ankommen, aber man hört es nicht. Es fühlt sich einfach sehr realistisch an, mit der Software zu interagieren, da man einen leichten Schlag fühlt, wenn zum Beispiel die Nachrichtenleiste herunterfällt oder man einen Knopf drückt. Mit Abstand das geilste ist es aber, durch Menüs zu scrollen, denn das erinnert mich total an das Click-Wheel von den alten iPods und ich liebe es sehr. Auch Drittanbieter-Apps nutzen diesen Vibrationsmotor fleißig und da ich kein anderes Smartphone kenne, das so cool vibriert wie das iPhone, bin ich allein schon deswegen sehr angetan. Doch es gibt natürlich noch eine Sache mehr, die es mir auch angetan hat. Die wahrscheinlich größte Neuerung im Handy, die Kamera. 12 Megapixel ist zwar dieselbe Auflösung wie im letzten Jahr, aber dank einer Blende von f1.8 und optischer Bildstabilisierung sind Fotos lichtstärker. Aber entscheidet selbst, was ihr von der Kamera haltet. Ich rede in der Zeit über die Kameras beim Plus-Modell. Denn das hat zwei, eine normale und eine Telelinse. Fotos werden aber mit einer dritten, unsichtbaren Kamera gemacht, nämlich in der Software. Das Plus kombiniert in nahezu jedem Bild beide Optiken, um das beste Ergebnis zu bekommen und wenn man zoomt sowieso. Außer ein schlechtem Licht, hier zoomt das iPhone digital, weil die zweite Kamera nur eine Blende von f2.8 hat. Ich mag es, dass man nun ohne Qualitätsverlust ins Bild um den Faktor 2 zoomen kann und finde auch, dass bis zu Faktor 5 noch alles okay geht. Der beworbene 10-fache Zoom ist aber ziemlich unbrauchbar. Doch das war noch nicht alles, was diese Dual-Kamera kann. Denn mit iOS 10.1 kommt der Porträtmodus dazu, der eine künstliche Hintergrundunschärfe ins Bild rechnet und somit teilweise Fotos schießt, von denen man nur schwer glauben kann, dass sie aus einem Smartphone stammen. Die Funktion ist bei weitem nicht perfekt, aber oft genug absolut beeindruckend und deswegen bin ich verdammt froh, sie zu haben. Apple hat also sehr gute Kameras verbaut, weil auch die Selfie-Kamera echt gut ist. Aber ist es die beste Kamera auf dem Markt, ist jetzt hier die Frage? Ich hatte nicht das Gefühl. Ich finde die vom Pixel und Galaxy S7 noch etwas besser. Die machen irgendwie mehr Spaß. Der Vorteil vom iPhone ist aber sicher, dass die Apps, in denen die Kamera benutzt wird, unter iOS definitiv besser sind. Allein Snapchat ist unter Android gefühlt nur halb so gut. Kapitel 3 – Das Finale. Das war also das iPhone 7 von innen und außen. Na Apple, habt ihr schon Angst? Die gute Nachricht, das müsst ihr nicht.
Das iPhone 7 ist gut. Nein, wirklich, an alle Hater da draußen. Es ist gut, sollte es aber auch. 900 Euro habe ich für meins gezahlt, aber das wusstet ihr natürlich schon. Ich meine, den Wiederverkaufswert, den könnte man mit reinrechnen. Oder einzigartige Funktionen wie 3D-Touch, Taptic Feedback oder die neue Dual-Kamera. Aber auch so Sachen wie die Performance oder die Akkulaufzeit sind wirklich in Ordnung. Und die Tatsache, dass man 4 Jahre lang Updates bekommt, hat man so auch bei keinem anderen Hersteller. Ich werde das iPhone 7 Plus nun also, Überraschung, behalten, was es zu meinem ersten eigenen iPhone macht. Doch mein aktuelles Android-Smartphone, das OnePlus 3, werde ich definitiv weiter benutzen. Ich könnte mich niemals von Android lösen und das habe ich auch gar nicht vor. Mir ist klar, dass nicht jeder 2 Top-Smartphones besitzen kann. Und ganz ehrlich, das ist auch nichts, was man nachmachen müsste, vor allem dem Bankkonto zuliebe. Und daher spreche ich nun mein Urteil. Jeder, der ein neues Smartphone will, sollte das Moto G4 kaufen. Wer mehr will, das OnePlus 3. Wer noch mehr will, das Note 7. Ach halt nein, das Galaxy S7 Edge. Und wer noch mehr Geld ausgeben kann, bzw. will und vom iPhone angetan ist, oh ja, der bekommt mit dem iPhone 7 Plus ein verdammt geiles Gerät. Kein Witz, du wirst es lieben, wenn du es dir kaufst. Und wem das 7 Plus zu groß ist, für den gibt es ja noch das normale 7er. Und naja, in Kombination mit seiner Apple Watch ist so ein iPhone schon echt cool. Zu der seht ihr auch bald ein Review, also abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auch das Review von meinem Kollegen Felix bei an, der heute auch das iPhone getestet hat. Und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.